Firma Hermann Blechtechnik. Besteht seit 1946. Wir waren an verschiedenen Standorten in gemieteten Räumen, bis wir dann 1962 ins eigene Betriebsgebäude in Schondorf-Weiler einziehen konnten. Für einen Zulieferer waren die Zeiten nicht einfach. Es gab immer ein großes Auf und Ab an Auslastung. 1965 hatte Bernd Herrmann großes Glück und konnte einen riesigen Auftrag für ein Motortester-Gehäuse der Firma Bosch gewinnen. Unser Briefkopf und Firmenlogo sah damals noch so aus. Und das ist unser neuer Firmensitz. Hier werden gerade die Aluminiumplatten für den Boden und den Deckel der Bosch-Gehäuse damals noch alles von Hand abgeladen und dann händisch genau auf Maß zugeschnitten. Anfangs musste nur 5 Stück, später bis zu 80 Stück in der Woche hergestellt werden. Das war in der alten Werkstatt nicht mehr möglich. Daher mussten wir anbauen. Aus einer Blechtafel wurde das Vorderteil, die Rückwand und die Innenteile herausgeschnitten. Natürlich wieder alles genau auf Maß. Um die Außenkonturen und die vielen Durchbrüche und Ausschnitte herstellen zu können, stellten wir damals im eigenen Werkzeugbau einfache Plattenwerkzeuge, die in große Säulengestelle eingebaut wurden, her. Die Extenderpressen mussten dann eingestellt werden, der Stößel wurde nach unten gefahren, die rechte Tischhöhe wird eingestellt, auch der Hub, dann wird das Werkzeug festgespannt. Und so lange tief gefahren, bis durchgestanzt wird. Mit diesem Werkzeug hier stellten wir durch Wenden auf 4-mal die Außenkontur komplett her. Wir hatten damals 5 türkische Gastarbeiter, die ganz toll integriert waren. Sie haben dann nach dem Einstellen die Teile gestanzt. Auf der kleinen 20 Tonnen Extenderpresse wird das Loch in die Rückwand für den Kabeleingang gestanzt und mit dem gleichen Werkzeug die beiden halbrunden Löcher für die Gehäuseaufnahme. Auf der neuen 80 Tonnen Gesenkpresse wird dann gebogen. Damals mussten wir nicht ins Fitnessstudio, denn hier haben wir viel Bewegung. Der große Radius wird an der Handabkantmaschine gebogen. Hier wird mit einem einfachen Werkzeug auf einmal die 3 Löcher für die Befestigung der Deckel gestanzt. Jetzt geht es an das Zusammenfügen der Teile durchschweißen. Hier ist viel Präzisionsarbeit gefragt. Mit einfachen Lehren werden die Teile in die richtige Position gebracht, dann auf die Maschine gehalten und durchgepunktet. Die 4 Verbindungsleisten, an denen der Boden und Deckel befestigt wird, halten die Vorder- und Rückwand zusammen.
da bleibt man in Bewegung. Jede Woche 80 Stück fertigen. Das war damals eine tolle Leistung. Das Gehäuse war unsere eigene Konstruktion. Und dieses Mittelteil hier war das Hauptteil. Es ist mehrmals abgekantet und wird dann noch auf die Vorderwand direkt aufgepunktet. Und das bringt die große Stabilität. Ich hatte damals Glück. Ich suchte Arbeit, kam zur Firma Bosch nach Blochingen. Dort wurde mir ein Gehäuse gezeigt. Als es beim Kunden vorgeführt wurde, zog dieser an der Vorderwand. Und das Gehäuse hat sich total verformt. Ich wurde gefragt, ob ich das besser machen könnte. Es müsste aber bereits in 2 bis 3 Wochen vorgestellt werden. Und dann mindestens 5 Stück je Woche liefern. Ich sagte zu und stellte in 3 Wochen unser Gehäuse vor. Die Leute bei Bosch waren begeistert. Und so bin ich zu diesem tollen Auftrag, der über 3 Jahre lief, gekommen. Am Ende haben wir in Tag- und Nachtschicht und die ganze Verwandtschaft half mit 80 Stück in der Woche gefertigt. Dann gab es leider Preisprobleme. Die Firma Bosch ließ das Gehäuse woanders fertigen. Als ich dann später einmal bei ihr war, sah ich, dass alles gezeichnet war. Die Teile stimmten nicht zusammen. In der Montage hatten sie einen erheblichen Mehraufwand. Aber das wurde leider dem Einkauf, der billiger einkaufte, nicht auf seine Einkaufspreise gerechnet. So ist es halt als kleiner Zulieferer. Aber bleiben wir bei der Fertigung. Ahmet, einer unserer türkischen Gastarbeiter, hat die Gehäuse voll zusammengeschweißt und hier werden die Drehteile für die Gehäuseaufnahme eingeschweißt. Dann wird das Gehäuse genau in den Winkel gebracht und wieder geschweißt. Anschließend wird noch entgratet, damit sich niemand verletzt. Nach dem Fertiglackieren sollte man ja keine Bearbeitungsspuren sehen. Daher werden alle Schweißpunkte mit dem Winkelschleifer sauber eben geschliffen. Damals hatten wir noch eine eigene Lackiererei. Im Triebad werden die Gehäuse sauber entfettet. Dann werden die Gehäuse mit einem besonderen Bosch-Lack, den wir immer aus Köln besorgen mussten und an Fasching immer Lieferprobleme hatten, vom Lackierer Milan zuerst sauber gemacht, dass kein Staub drauf ist, und dann von allen Flächen und Seiten wunderschön lackiert. Dann geht es in den Einbrennofen. Der Lack musste bei 130 Grad 30 Minuten lang getrocknet werden. Jetzt ist Teamarbeit angesagt. Neben unserem Lackierer Milan half immer unser Eisenbahn-Nebenbeschäftigter Herr Setzler mit. Sie arbeiteten am Freitag fast den ganzen Tag bis morgens durch. Denn Deckel, Boden, das Gehäuse, die Blende, ein Rahmen innen und noch 2 Kleinteile, mussten alle lackiert werden. Dann wurde alles in der Werkstatt verteilt. Und nun kommt das, was ich noch lernen musste: Siebdrucken. Die ganzen Gehäuse mussten mit Bosch auf Lehm
und der ganzen Beschriftung und Anzeige für die Geräte siebgedruckt werden und dann nochmal eingebrannt. Auch wieder 30 Minuten 130 Grad, damit die Schrift gut haftete. Das war wirklich eine Riesenarbeit. Und wenn man bedenkt, 80 Stück, 160 Deckel, Boden und die Blenden. Ich weiß nicht, wie wir das damals alles geschafft haben. Ich erzähle die Geschichte der Fertigung aus meiner Sicht. Ich bin Bernd Herrmann, Mechanikermeister und die zweite Generation der Firma Herrmann Blechtechnik. Und wie man hier sieht, sind meine Kinder die 2020 in der dritten Generation die Firma leiten und 2020 einen Neubau erstellen. Und hier hilft noch meine Mutter, die leider früh 1972 verstarb. Am Freitagmittag wurde alles siebgedruckt. Das war eine schöne Aufgabe. Und ich habe dabei viel gelernt. Und Hannelore, meine Frau, half mit. Sie konnte kaum noch durch die engen Gänge gehen, da sie mit Markus schwanger war. Aber so ist es im Familienbetrieb. Solange es geht, hilft man mit. Wir hatten damals einen Unterlieferanten in Fellbach, der für uns Siebdruck machte. Aber diese großen Gehäuse konnten nicht transportiert werden. Daher hat uns dieser Unterlieferant geholfen und gezeigt, wie man Siebdruckt. Und so haben wir gelernt, diese Gehäuse selber Sieb zu drucken. Jetzt ist wieder das Einbrennteam dran. Alle Gehäuse müssen aufgeladen werden und in den Einbrennofen gebracht werden, um dort 30 Minuten bei 130 Grad den Siebdruck auch einzubrennen, damit er hält und nicht abgewischt werden kann. Setzler hat dann noch den Rahmen vormontiert auf den der Röhrenfernseher, der die Zündung anzeigt, bei Bosch reinmontiert wird. Am Samstagmorgen um 7 Uhr ging es dann los. Auf Papierbahnen zum Schutz werden die Böden aufgelegt. Darauf wurden dann die Gehäuse gestellt, die Blende montiert und die Böden festgeschraubt. Die Deckel werden ebenfalls aufgelegt und festgeschraubt. Papier wieder drauf und so werden drei Reihen übereinander montiert.
Wir waren ein eingespieltes Team. Alles lief wie am Schnürchen. Sonst hätten wir auch nicht 80 Stück fertiggebracht. Die Kartons werden aufgefaltet, vorbereitet und geklebt. Sie wurden dann verpackt in Kartons und auf Paletten gestapelt. Am Montagmorgen kam dann der Spediteur und holte die 80 Gehäuse ab und fuhr sie zur Firma Bosch nach Blochingen. Und das ist die Geschichte, wie wir 1966 Blechteile noch alles in Handarbeit gefertigt haben, mit einer riesengroßen Fertigungstiefe. Und anschließend zeige ich, wie es 2020 aussieht. Alles CNC gesteuert, alles vom Computer, alles fast vollautomatisch. We'll be right back.